Moin! So Leute, hey, ich bin's wieder, Dania. Willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich mal etwas anderes Video. Und zwar werde ich heute Schleim selbst machen. Das kennt ihr bestimmt schon von diesen ganzen Instagram-Videos oder YouTube von mir aus auch. Habt ihr bestimmt schon ein paar Mal gesehen. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr diesen wunderbaren, fluffigen Schleim ganz einfach easy machen könnt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei. So, ich habe jetzt schon eine Schüssel und einen Löffel. Und jetzt brauche ich noch die anderen Zutaten. So, das erste, was ihr braucht, ist ein Waschmittel. Ich benutze dieses hier, Weißer Riese Color. Das benutze ich jetzt. Ihr könnt aber eigentlich auch jedes andere Waschmittel benutzen, soweit ich weiß. Und ja, aber ich benutze jetzt das. Also falls ihr auf Nummer sicher gehen wollt, ja, kauft euch das. Als nächstes braucht ihr Rasierschaum. Ich habe jetzt meinen von Balea. Das war einfach der billigste. Also kann ich auch nur empfehlen. Ist von DM. Und ja, wir wollen jetzt hier auch nicht übertreiben mit den ganzen Preisen, ne? So, und die wichtigste Zutat: Bastelkleber, also einfach Kleber. Ihr könnt auch durchsichtigen Kleber nehmen, aber ich weiß oder habt mal gehört, dass es damit schwerer ist. Deswegen würde ich euch empfehlen, diesen Bastelkleber zu nehmen, also den weißen Kleber. Jetzt haben wir hier unsere Zutaten. Voila. Okay, Leute, ich habe euch jetzt mal eine andere Perspektive gestellt sozusagen. Genau, wir nehmen jetzt die erste Kleberpackung. Ich glaube, man kann die auch theoretisch aufschneiden, aber ich quetsche es jetzt einfach rein. Ich mache erstmal ein bisschen. Okay, ich mache jetzt erstmal so ein Viertel der Packung rein. Und jetzt gebe ich mal ein bisschen von dem Waschmittel hinzu. Ich mache jetzt erstmal ein ganz kleines bisschen rein. Ganz kleines bisschen. Und verrühre das. Und man merkt schon sofort, es wird so ein bisschen klumpiger. Ich mache noch mehr rein. Das ist ein bisschen schleimiger jetzt. Ich glaube nämlich, man muss echt viel Waschmittel reinmachen. Deswegen mache ich jetzt noch ein bisschen rein. Also traut euch ruhig mit dem Waschmittel. Guckt mal, wenn ihr jetzt schon seht, das ist auf jeden Fall viel schleimiger schon. Ich mache jetzt noch ein bisschen Kleber rein. Ich würde sagen, ihr macht es einfach immer so abwechselnd. Ein bisschen Kleber, dann Waschmittel, dann wieder Kleber, dann Waschmittel und so weiter. Bis ihr dann irgendwann eine gute Konsistenz habt. Ein bisschen Kleber. Ich habe jetzt den ganzen Kleber reingemacht und rühre das jetzt hier nochmal um. Und jetzt kann man es auch schon so langsam in die Hand nehmen. Oh mein Gott, wie witzig. Also jetzt kann man es auch schon so in die Hand nehmen, wie ihr seht. Und die Konsistenz ist gerade sehr, sehr gut von dem Schleim. Und ich kann den jetzt so komplett nehmen. Ui. Ein bisschen glossy, wenn ihr wisst, was ich meine. Und wenn ihr das nicht mehr haben wollt, so dieses glossigere, sondern fluffig, nehmt ihr ein bisschen Rasierschaum. Wow. Und rührt den Rasierschaum mit in den Schleim ein. Boah, das fühlt sich echt cool an, muss ich sagen. Das fühlt sich echt cool an. Also das ist echt so richtig schön fluffig. Ich habe aber noch ein bisschen Kleber. Also echt cool. Die Hände sind zwar ein bisschen, ja, wie soll man sagen, dreckig, aber okay. Also wenn ihr jetzt für euch eine gute Konsistenz habt, könnt ihr schon mal anfangen, ein bisschen zu kneten. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Kleber rein, weil der irgendwie ein bisschen zu sehr klebt. Ergibt irgendwie gerade keinen Sinn, wenn man das so sagt, aber ja. Ich will nicht, dass der so klebt. Ich will, dass der so richtig schön nicht klebt. Deswegen mache ich jetzt halt auch noch ein bisschen Kleber rein. Es ergibt halt wirklich keinen Sinn, wenn man sagt, es klebt, aber man macht noch Kleber rein. Aber in dem Fall ergibt es mehr Sinn. Weil er durch das Waschmittel ja flüssiger wird, sozusagen. Oh ja, der wird besser. Noch ein bisschen Kleber. Und gleich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Rasierschaum, damit der wirklich richtig schön fluffy ist. Fluffelmuffel. So.
es fühlt sich schon echt nice an, ne? Es fühlt sich echt nice an. Der ist so fluffy. Leute, ich bin voll begeistert. Der ist voll fluffig. Ich freue mich gerade mega. Ich liebe nämlich diese Videos von Instagram. Was auch wichtig ist, dass ihr wirklich gut rührt. Am Anfang wirkt es vielleicht noch so, als ob das gar nicht funktioniert hat. Aber wenn ihr erstmal ein bisschen rührt oder ein bisschen knetet, dann funktioniert das echt gut. So, Leute. Ich habe es dann jetzt auch mal geschafft nach einer etwas längeren Zeit. Also der ist echt gut geworden. Ich zeige ihn euch gleich auch nochmal richtig. Aber krass. Also ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass der so gut wird. So, Leute, hier habe ich jetzt nochmal den fertigen Schleim. Der ist echt gut geworden. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der so gut wird. Ja, das fühlt sich einfach mega cool an. Also, man kann den so voll... Also, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie voll witzig. Ja, Leute, so macht ihr also Schleim selber. Wenn ihr mal Bock habt, dass ich noch ein DIY mache, wie ihr noch ganz viele andere Sachen selber machen könnt, zum Beispiel auch noch so... Es gibt ja auch so Sachen wie essbaren Schleim oder andere Sachen. Wenn ihr Ideen habt, schreibt sie mir auch gerne mal in die Kommentare. Ich werde jetzt weiter mit meinem Schleim spielen und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag oder einen ganz schönen Abend oder eine ganz schöne Nacht, was auch immer ihr gerade tut und wie viel ihr dieses Video schaut. Und ja, ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei und ja, tschüss!